Für den FC Schalke ist die aktuelle Bundesligaspielzeit eine durchwachsene. Zwar stehen die Knappen auf dem 5. Tabellenplatz, doch spielerisch ist noch Luft nach oben. Die Mannschaft muss sich unter Coach André Breitenreiter erst noch finden. Gefunden hat Schalke im vergangenen Sommer Außenverteidiger Junior Caissara. Der 26-jährige Brasilianer kam aus Razgrad und kostete 4,5 Millionen Euro. Caissara bestritt 19 Pflichtspiele in der aktuellen Saison. Der Außenverteidiger kommt zumeist auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Schon vor Beginn der Saison schwärmte Breitenreiter von dem Brasilianer. Ich muss sagen, der Junge hat einen Test absolviert, den ich in der Form, und ich bin zwar noch nicht so lange Trainer, aber habe ich in der Form noch nie gesehen. Der hat in der letzten Stufe beim Laktattest immer noch durch die Nase geatmet. Das war sensationell, also er hat wirklich absolute Top-Werte. Ja, das ist natürlich schön, wenn man sieht, dass sich die Spieler mit einer hohen Eigenmotivation im Urlaub auch vorbereiten auf den Saisonauftakt. Die vergangenen 4 Bundesligaspiele bestritt Caissara über die volle Distanz. Aussicht auf einen Stammplatz vor Konkurrent Sascha Rita. Die Integration des Brasilianers scheint auf Schalke geglückt zu sein.